Hallöchen ihr draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online Co-op. Mit dabei ist auch wieder unser lieber Schmalt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben hier diese hilfebedürftige Frau davor gesehen. Die Lendra. Ihre Magie ist nicht gut genug wohl. Uiuiui. Und da ist ein Mann ganz verzweifelt weg. Da geht ein weiterer Patient, der mich schon seit Jahren... Oh nein. Dash, vielen Dank. Oh, anfangs war er die... Ohne Schniefen und Schneuzen, ja. Wir müssen erstmal mit Melda Menaldinion reden. Ja. Ach so, ja, ich weiß schon. Ja, weißt du schon? Ja. Der Menaldinion. Ach so, wieso ist da vorne noch irgendwas? Ach so, hä? Nee, hier, an der Wand hängt. Aber das ist was anderes, oder? Nee, Menaldinions Werbung. Ja, das. Kann ich mal durchblättern, okay. Cool, cool, okay, also er macht das gleiche wie sie. Und. Scharlatan, glaube ich. Nun? Wahrscheinlich. Mit die ganzen Mitteln. Kunden laufen lieber zu ihm. Hm. Das geht nicht. So. Du Schuft. Aha. Schuft. Ja. So. Es gibt eine Stadtalchemistin. Nein. Die macht sich Sorgen. Okay. Mann, er hat nichts verlautbaren lassen, dass er ein Quacksalber ist. Ja, das gibt ja keiner freiwillig zu. Ah, da hat sie einen Stand, wie süß. Hallo. Hallo. Lasst mich raten. Menaldinion war ein ja, genau, so ähnlich war es. Hat sich geweigert. Das hat er also. Ha, tja. Trefft mich bei Menaldinions Haus und wir setzen meinen Plan in die Tat um. Okay. Wir haben ihr irgendwie ein Buch gegeben und jetzt müssen wir ein paar Alchemie-Kräuterleins sammeln. Jetzt nach hoch, ey. Das ist ja voll das Winkelgasse hier. Was ist denn überhaupt das für ein Ort, ey? Hier geht's hoch, oh Mann, oder? Ey. Nee. Ja. Ah ja. Das ist ein Ort, ey. Surane. Ja. Ja, immer noch verläuft geboren von Vivek. Auch. Immer noch da. Wir kommen nicht voran. Ja, ja. Ganz aber langsam. Wir irgendwann helfen. Haben wir hier der ganzen Insel geholfen und dann. Ja, genau, den Bedürftigen. Und ja. Wem es keiner kann, machen es halt wir. Ja, genau, ey. Das ist halt einfach eine Langzeitaufgabe, eine Lebenszeitaufgabe, so. Ja. Immer, wenn wir alt und grau sind, machen wir das noch immer. Schutzbedürftigen helfen. Ups. Oh nein! Oh nein, ich auch. Hey, ein Heavy Sack. Ja, immerhin. Also, ich nehm. Nee, nimm du. Nee, nimm du. Nimm du. Nein, nimm du den Impala. Nein, nimm du den Impala. Nimm du den Impala. Lass mich zurück. Lass mich zurück. ja, was müssen wir jetzt machen? Unsere Fee Luises, die gehen spazieren da hinten. Ja. Was ernten, oder? Ja, ja. Aber dafür müssen wir erstmal was finden. Ja. Machen einfach mal eine Würfelprobe und dann schauen wir, ob ihr was gefunden habt. So. Tudu, ah ja, ich habe eine Würfelprobe habe ich geschafft. Okay. Die Tyrene. Ganz schön rumgeschickt, ey. Ja. Meine Damen und Herren. Ist die böse? Ja, die ist böse. Die muss sterben. Was? Wer macht denn das immer? Ich meine nicht, wenn ich kann heilen. Wieso pullt sie dann auch manchmal? Die kriegt ja richtig Aggro, ey.
Von ein paar Ratten zum Beispiel. Oder Krabben. Achso, falsch, falsch. Naja. Vor lauter Reden. Ist immer wütend. Wie der Hulk. Ja. Ein Speer mit göttlichem Licht. Yeah. Hast ihn zerstochen. Mhm. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Was ist das? Kennst du es nicht? Nee. Yu-Gi-Oh! Ah, so. Das ist ein irgendein Jungenzeug halt. Ein Jungending halt ist das. So ein Zeichentrick und dann ja. Ein Trading Card noch als Merch. Ja, ja, das ist was für Jungs, ey. Mhm. Wir wollen uns doch nur schminken. Und ja, eine Barbie haben. Ja. Und nicht alle. Da seid ihr ja. Hattet ihr Glück? Okay, die Flechten haben wir. Bitteschön. Wir müssen den Trank auf die Pflanzen gießen. Okay. Ja. Was starrst du? Ach so. Ich hab gehofft, vielleicht gilt's für uns beide. Aber oh, dann kommt er. Ja, was geht hier vor? Deine Pflanzen stinken. Rum, was? Ich bin ja fast versucht. Nein. Katzen? Oh, was? Gesundheit. Okay. Kilenra? Oh, das war einfach nur. Nein, dann überlass die. So, wir müssen erstmal mit ihm sprechen. Dass er vielleicht Hilfe braucht. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Sieht nicht gut aus. Verdammenswerte Katzen! Seid nicht schüchtern! Ich weiß, wer für diesen grotesken Zustand verantwortlich ist. Ja, sie hat einen Heiltee gebraucht, aber sie verlangt, dass er sich entschuldigt. Entschuldigen? Genau. Er wird sich niemals entschuldigen. Nein. Bolz ganz oben, egal was passiert. Ja. Hat Menaldinion denn nun nachgegeben? Doch, oder doch. Sollten wir ihn seine er hat zugestimmt. Den Göttern sei Dank. Es wäre auch schrecklich mühsam geworden, süß. Jeden Tag Katzen an die Tür zu locken. Oh. Am Ende wird er einsehen, dass es so das... Ja, Sockes Garnball habe ich. Ja. Einrichtung. Tilendra, kannst du dann möchte euch für diesen in dein Räumchen aufstellen, dann hast du einen Ball in deinem Raum. Danken. Ich bin ein ziehender Paladin. Und? Eure Alchemie hat imposante Resultate. Und? Es war rüde, schlecht von eurer Alchemie zu sprechen. Ich... Entschuldige mich. Einer nach dem anderen macht sich fertig. Menaldinion, ich vergebe euch. Es gibt keinen Grund, im Zwist zu liegen. Wir sollten zusammenarbeiten, ja? Ja, abgemacht. Da wir nun gute Beziehungen pflegen, könnt ihr bitte diese grässlichen Kreaturen aus meiner Praxis scheuchen? Natürlich. Ich habe da den passenden Trank. Nicht die Mutzis. Nein. Respektier die Katzen. Laufen die jetzt weg? Hätte jetzt sogar ein Halsband schon hier. Ja? Oh, das ist noch eine fünfte. Lebt wohl. Lebt wohl. Oh nein. Die süßen Mutzis, jetzt gehen sie heim. Tschüss. Tschüss. Oh, weg sind sie. Na gut, dann. Tja, müssen wir hier bis gleich sagen, weil. Wir müssen die Treppen runter. Wieder umschauen zu den nächsten Schutzbedürftigen. Genau. Wer braucht unsere Hilfe als nächstes? Ja. Ja, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Mhm. Also bis gleich. Bis gleich. So, Dalle. Dann haben wir schon den nächsten Hilfesuchenden gefunden. Ja. Wobei, wir wissen es noch nicht. Er hat gesagt, Halbbürger, der hier Kriegswappenträger. Ja, genau, der hat uns angeblafft. Mal schauen wir mal, was er will. Seid auf der Hut, Reisende. Auf diesen Straßen wurden Pilger angegriffen. Sollte euch Gewalt drohen, so zögert nicht, euch an uns zu wenden. Ich kann auf wir mich selbst aufpassen. Ich hoffe, dass eure Zuversicht angebracht ist.
Wir haben alle Hände voll mit Droik und Aschländern zu tun. Rettungen sind also... Okay. Aha. Wir müssen die verschwindenden Pilger von Molag Bar... Molag Mar untersuchen, so. Nicht Molag Bal, sondern Molag Mar. Molag Bal. Dein Kamel, ey. Ich will mich da drin nie gewöhnen, ey. Ein treuer Begleiter. Ja. So. Höher. Gut. Hier geht's hoch. Hopp. An diese, oh, diese Gebäudestruktur kann ich mich nicht gewöhnen. Ab ins Gasthaus. Schön. Zum reumütigen Pilger. Gasthaus. Ah, hier wird schon fein gesungen. Vom Banaros. Falls ihr auf der Durchreise seid, dann gebt gut Acht. Ich sage es euch nur einmal. Wer als Pilger hört meine Warnung nicht, verschwindet von der Straße im Morgenlicht. Ob ihr seid von fern oder nah, bleibt mit eurem Arsch fort von Molag Mar. Okay. Ich finde es am besten, wenn offensichtlich ja. Versucht, keine Aschländer zu töten. Oh, ja, 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 ja. Also, wir müssen ein Lager durchsuchen, aber dürfen da keine Aschländer töten. Was? Ja. Hab ich richtig gehört. Wer hast du das? Hey, Baumwolle. Cool. Füllen wir jetzt erstmal hier den Wegschrein. Oh, schön. Ja. Was habt ihr gefunden? Was ist das für ein Zeichen eigentlich, dass da ein Häuschen zum Kaufen geben würde, oder? Nee, das ist das Dorf, ach so, wo wir gerade sind. Ja, wenn du das befreit hast, dann... Dann wird's weiß, genau. Ja. Oh. So, Molag Mar. Aber wo ist das Mar? Da drüben ist das Mar. Ich denke schon. Ah ja, da gibt es einen Hintereingang. Sneaken wir uns paladinmäßig da rein. Ja. Oh. Ich habe Kopfgeld. Okay. Die Isabel. Die ist ganz wild. Hast du jetzt Minus bei Gott, dir? Ja, ach so, ja, ja. Oh. Ich finde es nicht gut. Ja gut, dann stecke ich die mal lieber weg. Isabel. Mann, Mann, Mann. So. Vielleicht musst du dir ein bisschen mittlere Kleidung wieder anlegen, oder? Ja, ich habe keine. Hast keine? Nee. Warte mal, mal schauen, was ich im Inventar für dich hab. Nee, passt schon. Ach so, einfach so mittlere Kleidung. Lederschoner, Lederriemen und Schulterklappen hätte ich. Und den Rest lass du doch einfach frei, oder? Ah, da kommt einer hinter dir. Komm ein bisschen her. Ja, Oh. Oh. Oder du schleichst einfach nackt rum. Das geht ja auch. Ja, was habe ich jetzt eigentlich noch schwer an hier? Ablegen. Ablegen. Tück, tück. Ablegen. Ja, passt schon. Oder? Nice. Okay. Seite aus dem Tagebuch höher. Dann schauen wir mal. Okay. Ich habe sie gelesen. Ah ja, es zählt für uns beide schön. Und dann da drüben noch irgendwas. Oh! Pass auf. Aber ich glaube, die ist gut. Nee, doch nicht. Hast du gedacht? Hä? Ich war doch nicht rot, ey. Oh Mann, ey. Strähne, feines Haar hat's wenigstens gedroppt. Tja.
Leider haben wir es nicht vermeiden können, Aschländer zu töten. Oh, oh nein, was ist da mit meiner Leidensklinge passiert? Oh, oh, oh. Sehr gut. Das schläft dir. Lass mal lieber schlafen, ey. Wo schläft jemand? Da, wo du den abgestochen hast. Boah. Boah, bist du fies, hä? Okay, dann. Da kein Erbarmen. Nach oben wieder? Ach, wir müssen noch was machen. Ich hab gedacht, das war's schon. Hier die Treppe hoch. Leiter meine ich. Treppe. Mhm. Leiter. Boah, voller Ritualplatz hier. Njam, 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 njam. Auf frischer Tat ertappt. Oh, oh. Ihr habt viel zu erklären. Mhm. Hallo. Ihr dringt in unser Lager. Greift ihre Pilger an. Nichts als Lügen. Bringt Überfälle. Es Freude? Ihr seid auch angegriffen worden. Oh, oh. Ich werde meine eigenen Antworten suchen. Treff also die sind auch Opfer geworden, ey. Mhm. Von irgendwelchen Angriffen. Na gut. Okay, dann müssen wir wieder raus. Es sind wieder mal nicht die Aschländer schuld, ja. Merken wir. Ach, der Typ kommt. Mann, 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 ey. Wo geht's denn hier raus, ey? Ja, hier, bei mir. Ich hab dir extra den Weg frei gemacht. Hey. Super. Mhm. Oh, oh. Ich hab irgendwas gehört. Ich habe auch Kopfgeld bekommen. Echt? Ja, da kommt einer. Da. Mal, ist er gerade respawned, oder? Ja, ja. Oh nein. Tu es. Aber ich habe mein Kopfgeld wieder da drinnen. Ich habe nämlich 3 grüne Items bekommen, ey. Ja, immerhin. Das ist das hohe Ziel. Also, warum ja, irgendwann müssen wir mal Diebesgilde machen, weil das ist echt spaßig. Ja, stimmt. Ganz ohne Rüstung. Ja. Hey, du hast keine Hosen an. Ich habe natürlich eine Rüstung kurz, weil meine Haut schon relativ dick ist. Die Sphäre von Dragon Age würde es freuen, dass du keine Hosen an hast. Wieso? Ich weiß nicht, die hat ja immer so spaßeshalber von den Feinden immer die Hosen versteckt. Mhm. Der Blume. Also, ich muss das unbedingt skillen, dass die Blumen leuchten bei mir, weil ich bin blumenblind. Bibbe, blumenblind. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, was du hast. Mhm. Blumenblind. Ja, blumenblind. Verflötz. Hast du deine Rüstung wieder an? Nee, du machst es immer ohne jetzt. Ja. Nur ein Darkfaller ohne Rüstung, ohne Hose ist ein richtiger Darkfaller. Ich bin in jeder, hey, jeder Rüstung bin ich geschult. Yeah. Da, 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 da. Hat das was gebracht jetzt? Glaube ich nicht. Koloss ging irgendwie ins Leere. Ins Nichts. Ja. Ja, ich umtänzle ihn einfach. Ja, ja. Üben, ey. Wie man am besten einen Koloss aufstellt. Also einen Koloss noch trainieren. Ja. Oh, oh, das ist eine tote Kriegswappenträgerin. Kein Wunder, dass der andere so kriegscremig war, ey. Achso, das zählt wieder für uns beide. Ja. Hey, super. Ja, weil wir nichts looten müssen. Ja. Tiefer müssen wir. Gut. Tiefer. Aber ich glaube, wir müssen da links rum. Okay. So irgendwie den See entlang. Oder. Ah, das ist eine Truhe. Sehr gut. Soll ich nehmen? Ja, mach ruhig. Können unsere Isobels wiederholen.
Stimmt. Außer die erschrecken sich, wenn wir so viel Kopfgeld haben, dann nicht. Ja, Isabella zieht lieber die Hose wieder an, sonst kannst du nicht, sich gar nichts gut konzentrieren hier. Mal kurz. Macht sie ganz fuschig, gell, die Isabella dann. Ja. Muss ja keine schlafenden Hunde wecken, ne? Bist du schneller ohne Hose als wie ich mit? Ja, ohne Hose kann ich echt schnell rennen. So. So, was ist hier los? Oh ja, hier. Eieiei. Wir liegen nicht erst seit heute da. Oh nein. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus wohl macht. Okay, wir müssen mit Ibal wieder sprechen. Ist er wieder zurück? Ja. Ich freue mich, wenn ich meine Allianzpunkte habe und ich dann auch die 30% schneller reiten kann. Ja. Auf das freue ich mich auch, ey. Na, musst du nicht mal auf den Paladin warten. Slowpadin, ey. Das schaut voll heiß aus, so ohne Hose Kamel reiten, ey. Mhm. Für nichts zu schade. Aha, hallo. Ibal. So. Es gibt Bestien, die haben hier Leute getötet. Wahrscheinlich wohnen sie da drin in diesem Ahnengrab. Ja, dann schauen wir doch da mal rein. Ja. Also, warte, weil dann muss ich meine Bestienrüstung anziehen. Die Hose. Ja. Schwer. Sehr gut. Ich glaube, so passt es auch. Ich habe eine andere Rüstung an, ne? Immer schon so ausgeschaut. Nee. Oder? Nee. Doch, doch, doch. Nee. Jetzt, das war Kyros, hey. Des Albtraumritters. Ja, so. Darkpaler halt, weißt du. Mhm, der Alp, der stimmt, Albtraumritter. Eigentlich ist schon meine Rüstung. Das schaut echt schneidig aus hier. Mhm. Kann ich mit meinen Fetzen nicht... mich oder die... Hey! Mann. Ach so. Oh. Was denn? Ich habe die Apokalypse beschworen gerade. Weil du dich vor der Falle erschreckt hast, oder? Nee, ich wollte nochmal genau drauf gehen, um zu gucken. Ach so. Ich habe die Messer stumpf gemacht an meinem Körper. Oh, ich hab Angst. Christi. Tut mir nichts. Bitte. Beruhig dich, Wester Rötliche. Achtet auf Fallen. Ich hoffte, sie würden ihn töten und nicht uns. Ich muss die Urnen hier durchsuchen. Oh. Hat jetzt seine Achillessehne durchgeschlitzt oder was? Bei mir? Ich dachte, ich würde nie mehr den Himmel sehen. Nee. Den dreien sei meine Achillessehne hat die Messer geschlitzt. Ach so. Okay. Wir müssen jetzt diesen Rötlichen finden. Der ist nicht fern. Geht voran. Der ist nicht fern. Mhm. Der ist nah. Oh ja, der ist da oben, der Rötliche. Ja, der wird ein schlimmes Tor. Da oben. Hier gibt es viele Spuren. Schaut, über uns. Hm. Warum zögert er noch? Machen wir dir Angst, Rötlicher? Oh, Rötlicher. Er flüchtet. Er will keine Beute, die ihn verwunden kann. So, was mach mal. War das die Kreatur, Betreut. Die... Treug. Sie werden... Wer sonst... Wenn diese... Er ist eine... Okay. Wir müssen also den Rötlichen folgen. Jo, dann machen wir das einmal um den Berg herum. Jo. Der Rötliche. Rötlicher. Ich dachte, es ist ein Mensch. Oder halt so ein
humanoid, sagen wir es so. Du bist ein Mensch. Das war nee, ich bin Paladin. Fürs Erste. Christi, hier ist der Rötliche drin. Was jetzt? Nee. Ein Aschländer. Haltet Abstand. Verstanden? Friede, Wappenträger. Ich muss mit der Fremdländerin sprechen, mehr nicht. Wenn ihr ihn anhören wollt, werde ich das... Die Weissagerinnen können zwar nicht sagen, bei den... Ihr habt bewiesen, dass ihr fähig seid. Okay. Vertraut der Mixtur. Dann ab zum Rötlichen. Ja. Rötlicher! Eine Glacit-Mine. Das ist Malachit. Ja? Ja, und... Hast du das wieder in einem Elfenbuch gelesen? Ja, ich weiß sehr viel. Ich bin nämlich hochgeboren. Eine Hochelfe, hochwohlgeboren. Ja, aber weißt du, wer hochgeboren ist, der kann tief fallen, ne? Hey, ich doch nicht, ey. Ist sowieso ein Necromancer. Darf man das überhaupt unter den Hochelfen? Nee, darf man nicht. Deswegen bin ich ja ausgestoßen, ey. Und der Ebenherzbackt, der hat mich aufgenommen, weißt du? Und so sind wir uns über den Weg gerannt. Ja. Ja, ich wurde auch gebrandmarkt mit dem Tattoo des Ebenherzbacktes. Ah, da unten. Weil ich ganz schlimm oder? War. Ja. Aber jetzt bin ich geläutert, weißt du? Und jetzt bin ich hier. Leider deine Begleitung. Ich dachte, diese jetzt hast du mich kennengelernt und dann wird es noch schlimmer alles. Ich muss dich auf den rechten Pfad zurückführen, weil ich habe das auch geschafft, weißt du? Der rechte und der linke Pfad. Schau mal einfach mal. So, wir müssen schön da über die Brücke. Da oben. Ja? Ja. Ich sehe das ganz genau. Wie kommen wir denn auf diese Brücke? Wir fahren einfach unten lang. Wo ist hier eine Brücke? Achso, hier. Ah, kommen wir da rauf? Nein, da ist keine Brücke. Da ist keine Brücke, das schaut nur so aus. Folgen Sie bitte mir. Ja, gut. Ich zeig dir, wo der Rötliche ist. Auf der Minimap schaut es aus, als wäre da eine Brücke, ey. Also führst du mich auf dem Pfad des Rötlichen? Ja, richtig. Das ist der Pfad der Rötlichen. Kein rechter und kein linker Pfad. Das ist der Rötliche. Er wollte sich wegbeamen, der Schröter. Ja, er hat sich so gedacht, ey. Oh, der Arschschüpfer. Was macht denn deine Synergie überhaupt, wenn ich da X drücke? Passiert ja gar nichts. Das sage ich dir ganz genau, was meine Synergie macht. Warte mal kurz. ...4000 Magiker und Ausdauer. Nee, oder Ausdauer so. Steht's hier. Je nachdem, wo du das höhere Maximum hast. Also, ziemlich cool, würde ich sagen. Hm? Ach so. Jetzt will ich nichts mehr über meine Synergie hören. Das ist ein weiter Weg bis zum Rötlichen, ne? Mhm. Der Rötliche hat sich tief versteckt. Das ist in der kurzen Zeit hier. Mhm. Ja, wahrscheinlich kann der Rötliche einfach viel schneller laufen wie dir. Ja klar, der kann ja auch so richtig krass springen, so die Klippe nach oben. Sind das eigentlich für Wesen? Sind das Spinnenwesen? Nee, die sind Troik, bitte. Troik. Die haben mit Mephala nichts zu tun. Ich denke, das sind irgendwelche Schaben. Mhm. Ja, keine Ahnung. Okay. Grillen. Nee. Grillen. Die Gottesanbeterin. Nee. Hm. Das, ist hier. Ja, das sind voll viele Rucksäcke hier. Boah.
unten, oder was? Ja. Ja. Hier in diesem Haus. Hier in der Wand. Aha. Cool. Ja, vor lauter Suche nach dem Rötlichen hätte ich fast die Rucksäcke übersehen. Ja, ey. Geht nicht. Verrückt. Ja, den kommen wir jetzt schon näher. Boah, springt ja immer Achilles-mäßig hin, hey. Ja, ey. Oho. Rötlicher! Ui! Nein! Naja, ein bisschen hat er ja wohl Schaden gemacht. Brutmutter des Rötlichen haben wir jetzt schon kaputt gemacht. Brutmutter. The Overmind. Ich sag doch, da ist eine Brücke. Hier läuft sie doch. Schön. Jetzt nur noch raus aus diesem rötlichen Bunker. Der Rötliche hat alles hier in seinen Besitz genommen. Ja, hey. Dominiert die Mine, der Rötliche. Jetzt halt nimmer. Nee. So. Was denn? Jetzt sind wir schon wieder fertig. Ja, ist doch schön, ey. Die unlösbare Aufgabe wurde in einer Viertelstunde von uns gelöst. Hier, bitte sehr. Euer Gesch. Nach Hause. Mittlere. Das Opferritual ist nahezu abgeschlossen. Ja, super, ey. Jetzt haben wir dieses Dorf auch Molagma gereinigt. Tada. Ah, sagt dir nichts mehr. Na, da gibt's auch nichts mehr. Ich denke mal, die Bilder haben alles gemacht, gezeigt. So, bedarf's keiner Worte mehr. Schweig. Tagbala, schweig. Nee, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Wir freuen uns auch immer sehr darauf. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr. Tschüss.